Guten Abend. So. Jetzt mal schauen. Erstmal ein bisschen Ton anmachen. Das sollte so passen. So, meine entschuldige meine lange Abwesenheit, aber das war bedingt meine Entscheidung. Aber gut. Passiert. Man glaubt es nicht, aber ich bin tatsächlich auch nur ein Mensch. Habe ich mir sagen lassen. So, jetzt sollte theoretisch alles laufen. Wenn nicht, kann man mich das ja wissen lassen. Ich fange jetzt einen neuen Charakter an. Weil ich habe mit dem, ja, fast 7 Stunden scheinbar. Ich hatte Sekundärcharaktere, ich habe alle Charakterklassen mal ausprobiert, kurz, aber. Mal gucken. Ich versuche jetzt mal einen Hunter. Es ist ein Action-RPG, Looter-Shooter, Dark Souls-Mischling. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Deshalb, ja, fangen wir einfach mal an, machen wir einen neuen Charakter. I wonder what this is. Bisschen von der Seite wäre ganz gut, dass man mal sieht, was geht. Was machen wir? Keine Ahnung. Also wenn ich einen Hunter mache, habe ich eh meine Kapuze auf. Ist es im Grunde fast egal. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich da die Bärte durchklicken. Was so ganz ohne Haare ist auch irgendwie langweilig, ne? Ne, Man-Bun geht gar nicht. Kann den Charakter nicht benennen. Man ist namenlos. Aber wenn man mit anderen Leuten spielt, sieht man natürlich, wer ist. Es geht bis zu 3 Leute Koop insgesamt. Ja, 3 Leute. Could be useful. Well, this looks like it was important. What's this doing here? This looks like it could be useful. I wonder what this is. Macht keinen wirklichen großen Unterschied, ne? Das mit der Hautfarbe so, machen wir heller, machen wir dunkler, blasser, emo. Ja, also wirklich. Ich habe ja auch nur Head 8 mir überhaupt erst angesehen, ne? Was haben wir denn eigentlich noch da? Boah, da guckt er böse. Ne, ich glaube, 8 war ziemlich cool. Ja. Viele Optionen hat man nicht, ne? Stahlgrau oder? Das passt besser zu den Haaren, ne? Es ist so, erinnerte mich irgendwie an Benicio del Toro.
Weiß nicht wieso. Ja, aber gut. Ich glaube, wir machen keinen Bart. Drei Tage Bart wäre cool, aber da das nicht geht, machen wir es so. Play game. Friends only. Ja, das ist okay. Wenn jemand joinen mag, ist das durchaus okay. What can we do when our last hope fails? Oops. That you must discover. Our last hope sailed this sea before you, in search of an end to the beasts that have hunted us for generations. An end was found, or so we thought, when the dragon rose into the sky like a phoenix, blazing in flames of agony. But our hero never came home. Only the storm, the beasts, the unshakable dread that something had twisted and turned. Your journey will not be easy. Storm swirls round the dragon's tower like a shroud. The dragon may be dead, but in its ashes, I fear something else has awoken. You will fight for every step. You must reach the tower, learn what became of our warrior, face what lurks within. When our last hope fails, another shall take its place. So long as we have breath. Hätte ihn wahrscheinlich. Ja, ja, nach dem Tutorial. Wahrscheinlich doch eine Benicio del Toro draus machen sollen. Aber okay. Jetzt. Ja, Mauszeiger ist weg, das ist gut. Da habe ich so ein bisschen gestört. Ziehen wir mal das Tutorial ein bisschen durch. Kann teilweise echt creepy sein. Aber. Das, okay, das klingt jetzt kein bisschen wie die Stimme, die ich dachte, dass ich ausgewählt habe, aber okay. Grüß dich da, ja. Kein Ding. Du hast nicht viel verpasst. Ich habe einen Charakter erschaffen. Und die Opening Cutscene. Weiß nicht, wie wichtig die dir gewesen wäre. Da ich aber nicht viel mehr gemacht habe. Wäre ich auch bereit, das komplett neu zu starten. Da habe ich kein Problem mit. Ich habe jetzt eine Minute mit dem Charakter gespielt. Und Charakter ist auch relativ schnell neu gemacht und kein Ding. Wenn es dich interessiert, lass es mich wissen. Yeah.
Ups. Der stirbt wahrscheinlich, bevor er irgendwas anderes ist. Kennst du, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, sagt der Hellgate London noch was? Das ist das in cool. So die Grundidee hinter Hellgate London, nur in gut. Und in scheiße schwer. Das Tutorial ist mir jetzt egal. Aber das Spiel selbst ist echt nicht einfach. Es ist eigentlich auch als Koop-Spiel ausgelegt. Man kann es allein machen, aber meine Fresse ist das schwer. Ich habe da teilweise echt hart kämpfen müssen. Aber mal schauen. Vielleicht, ich kann ja dann nachher auch mal, je nachdem wie gut es läuft, mal kurz gucken. Ich habe zwei, drei Leute, die es auch spielen. Ich habe gestern auch ein paar Stunden mit Marcus gespielt. Es macht zu zweit unheimlich viel mehr Spaß. Vielleicht ist er früh genug von der Arbeit zurück, um mitzumachen. Ich werde mich nur nicht drauf verlassen. Jetzt hier das Tutorial ist halt echt simpel. Also da kann man nicht viel machen. Ja, alles gut. Bin ja wieder auf der Arbeit. Oh, das Spiel ist laut. Ich glaube. Bisschen leise wäre ganz gut. Eine 2 Wochen Pause machen beim Stream ist keine gute Idee, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich konnte teilweise kein Headset tragen. Und war mir auch einfach nicht danach. Selbst wenn ich nicht scheiße ausgesehen hätte, hätte ich keine Lust gehabt. Ich habe ja eh auf das Spiel gewartet, hätte nicht gewusst, was ich sonst streamen soll. Also alles gut. So.
Ich werde jetzt auch so ein bisschen mit den Charakteren sprechen, damit du so ein bisschen einen Plan hast. Ich weiß nicht, ob ich jedes Tagebuch lesen werde, aber so ein bisschen. You're awake. Ist nicht verkehrt. Hi there. Whoa, take it slow. You got hurt real bad. You don't want to start bleeding again, do you? I'm Wallace. I wanted to see you. I asked the commander if I could. Oh, Commander Ford. She's in charge. Oh, Commander Ford and Mr. Riegler found you outside. They brought you here. But they said Mark wasn't coming back. Never mind. The commander said you should come see her when you woke up. She's in the room down the hall. She'll find a place for you. Everyone's got a place. Ich finde es irritierend, dass der Mauszeiger auf meinem Bildschirm einer anderen Position angezeigt wird als im Stream. Es ist sehr verwirrend. Aber gut, es ist wie es ist. Gibt Schlimmeres. Bist du so jemand, der alles an Tagebüchern und sowas liest? Oder. Es gibt ein paar Sachen, die sind cool. Da ich aber den Anfang hier jetzt schon zwei, dreimal mir angeguckt habe, filter ich so ein bisschen, was wirklich wichtig ist. Well, well, look who's awake. You put up quite a fight outside our gates. Who are you? I'm Commander Ford. This is my base, and you, friend, are an unexpected guest. It's my job to know the kind of people I bring into War 13. We haven't seen a living soul on that shore for weeks. You will tell me why you were really out there, or we'll let the root have you. No one has been in that tower in a very long time, but you've got no chance of getting there in this storm. Truth is, the ward has been cut off. We had to block the gates after we dragged you in. The root are everywhere. But now that you're here, I have an idea. I'll tell you what. You want to leave? You'll have to do something for us first. First, we need power. That storm knocked out our reactor recently. With enough power, we might be able to activate another way out of here. It's not a door, exactly. And it may not even work. The reactor is on the lower basement level. There's a stairwell that leads down to it. Get it running, then come back here. Because I'm not losing any more of my people today. We already lost a man down there a few days ago. I suspect the root have found a way in. Go check in with Riggs about your blade. I don't imagine your fists will do much against the root. Doch, ich hau's alle tot. You do this for us, and I'll make sure you get out of here. So, gut, gut, gut. So, Scrap, was ich da die ganze Zeit aufsammle, ist logischerweise die Währung in dem Spiel. Und jedes bisschen hilft.
Deshalb gehe ich jetzt auch erstmal alles kaputt hauen. Ich brauch's eh irgendwann. Die sind alle uninteressant. Can't see 5 feet in front of my face. Das Kind wieder. Also ich habe mich halt entschlossen, einen neuen Charakter zu machen, weil ich nicht mittendrin anfangen wollte. Und ich bin auch so weit, dass ich definitiv nicht mehr allein weiterkomme. Ich glaube nicht, dass ich ohne Kumpels in dem Spiel jetzt noch wirklich weit komme. Ich weiß es nicht. Aber... Sag mal kurz hallo. Hey, it's good to see you on your feet again. I did what I could to patch you up. You seem like a tough one, though. Name's Rigla. Most everyone calls me Riggs. Well, your, sword was pretty banged up in the fight. Not much I could do with it, I'm afraid. The blade was shattered when we found you. Mostly scrap metal at this point. Think I remember Ace mentioned she found a few weapons out in the city. Maybe she'll help you out. Well, last I heard, Ace went down to check out the reactor. Good luck down there. Yeah, yeah. Keep walking, stranger. Yep. Sehr, sehr warmes Willkommen. Das Ganze hat viele, viele Elemente von Dark Souls. Hier unten der weiße Balken ist mein Stamina. Ja, es ist definitiv auf 3 Spieler ausgelegt. Es ist als Koop-Spiel gedacht. Und wenn du allein spielst, ist es halt echt tricky. Also ich habe die ersten 2 Bosse habe ich allein geschafft. Den dritten haben wir zu... Nein, den vierten haben wir zu zweit schon gar nicht mehr geschafft, aber das war... einfach dumm gelaufen. Es ist definitiv auf 3 Leute ausgelegt. Das merkt man einfach. Das war mir auch von vornherein klar. Deshalb habe ich auch lange gezögert, ob ich mir es holen soll oder nicht. Aber es ist so cool. Also ich habe echt Spaß damit. Hallo! Lass dich nicht aufhalten, ich hau deine Kiste kaputt. Danke. Aber ich bin halt auch kein guter Spieler, das kommt noch mit dazu. Also ich denke, es gibt Leute, die rennen da eher durch als ich. So langsam lerne ich aber, wie, wo, was funktioniert. Und habe jetzt irgendwie 10 Stunden gezockt oder so. So langsam habe ich ansatzweise eine Ahnung, was ich mache. Nearly scared the life out of me. No one else wandering around down here. You're not from around here, are you? Name's Ace. Ace Cotterill? You? Looking for my friend, Les. He said he was coming down here to fix a few things. That was days ago. No one's seen him since. Everyone else wrote him off, but not me. I think maybe he... you know. He just wanted to get away for a bit. Les likes to keep to himself. It's hard to do in the ward, you know. So, you ever start a reactor? How hard could it be? So you figured you'd just come down here and wing it. Lucky for you, just the press of a button on the terminal above us. Sag ich doch. Would have done it myself, but without knowing what might come sniffing around. With the two of us, though, maybe we got a chance. Maybe. Okay, so I have an idea. You go upstairs and start the reactor. I'll help you kill whatever comes our way. You probably need a weapon, huh? Let's see if I can find you something. Jojo. So, und jetzt kann ich meine Charakterklasse, Starter-Charakterklasse aussuchen. Das Gute ist, dass es alles nicht festgelegt ist.
Ich kann also alles Equipment kaufen, alles Equipment benutzen. Nur wenn ich in einem dieser Archetype bleibe von den Outfits, vom Equipment, dann kriege ich Boni, die zu der Spielweise passen. Also hier ist wirklich auf Long Range, Mittel und Short Range. Zum Beispiel hier der Scrapper kriegt Boni im Nahkampf. Alle Gegner, die innerhalb von 2,5 Metern oder sowas sind, kriegen extra Schaden von ihm. Und so Zeug. Ich werde jetzt aber mal das hier machen, da habe ich hart Bock drauf. There. That should improve our odds. Get up there and start the reactor. So. Das einzige ist mein Starting Trait. Awareness. Okay. Die Stats kann man logischerweise durch Aufleveln hochpushen. Und das Equipment. Hier sieht man es schon, wenn ich mehrere Teile derselben Armor-Sets trage, kriege ich mehr Boni und das macht es relativ interessant. Ich fand jetzt nur die Startwaffe hier relativ cool, deshalb mache ich hier mit weiter. So ein Repeater-Gewehr. Der Scrapper hat eine Schrotflinte, die man so nach jedem Schuss nachladen muss. Und der Ex-Kultist hat eine doppelläufige Schrotflinte. Repeater fand ich jetzt ganz cool irgendwie. Gehen wir jetzt aber hier. Hab ich da. Ach, ich komme eh gleich nochmal her. Nach dem Kampf. Peter ist halt wirklich auf lange Reichweite recht kräftig. Die Feuerrate ist nicht verkehrt. Aber ich bin großer Fan der Pistole. Muss ich gestehen. Und Nahkampf ist auch nicht zu verachten. Also. Wow. Und jeder kann ganz guten Nahkampf. Es ist nicht so, dass nur der Scrapper Nahkampf kann. Wo ist denn die Tussi hin? Nein, ist egal. Nahkampf ist eigentlich recht geil, weil es echt viel Schaden macht. Nur wird mir gerne mal unterbrochen, wie jetzt hier. Und dann kannst du nichts machen, also hast du kein Poise. Das ist so ein bisschen nervig. Deshalb fand ich auch den puren Nahkämpfer, oder Primär-Nahkämpfer fand ich aber nervig. Ich wollte mal mehr auf Beschuss gehen. Okay, das war mehr oder weniger der Boss. Ja, definitiv schießen. Nahkampf ist wichtig, weil es einfach von der Munition echt eng wird, aber nur überwiegend Nahkampf habe ich keinen Bock drauf.
made the right choice sending you down here. You best go check in with Ford. Come visit my shop sometime, yeah? I'll make sure to give you the good in a fight discount. Great work with the reactor, friend. So, restlicher Loot, bitte. Ja, Minecraft, ich habe es ein bisschen ausprobiert. Ich hatte auch so ein paar Sachen mir schon runtergeladen. Ich tat mir echt schwer, da reinzukommen. Das hat mich relativ schnell genervt, aber ich hatte auch einfach Pech. Ich müsste vermutlich wohl TeamSpeak installieren dafür, hm? Wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe. Ich glaube, es muss ich runterladen. Haben wir überall alles? So. Was interessant wird, ist gleich die Spielmechaniken, die noch reinkommen. Aber das kriegen wir gleich erklärt, was da noch so geht. Und das hat das Spiel als allererstes so ein bisschen auf mein Radar gebracht. Sieht aus, als würde er gleich in die Fresse hauen. You're trying to get yourself to that little island, yeah? Word moves fast when there ain't many words left around here. Listen, friend, I know you don't know me from a can of paint, but I want to help. You got a feeling of destiny about you. You're going to save the world, ain't you? That's the spirit. Here. I want you to have this. Not many people can keep the spirits out there in the world. An old friend told me this little bottle can keep even death at bay. At least for a while. And if you're looking to buy other treasures for your travels, come see me. Ace has got her own space over there. Between us, we got all sorts of treasures. But that stone there, free of charge. Why are you being so nice? Because the rest of the world ain't nice. Gotta help balance it out. Oh, one more thing. Ellen, Commander Ford. She knows more about that island than she lets on. Ask her about the founder of Ward 13. She'll get you on the path. Good to see a new face around here. Ja, dieses Herz, was ich da bekommen habe, ist quasi wie Estus in Dark Souls oder Blood Vials in Bloodborne. Das ist oder mehr wie Estus, weil Bloodborne, die Blood Vials sind ja Consumables, die sich nicht auffüllen. Das Herz sind anfangs 3 Healing Charges, die ich für lau habe. Sobald ich mich an das Pendant eines Bonfires setze, sind meine 3 Healing Items wieder da, aber auch alle Gegner respawnen. Das ist also, ja, ich habe extra neu angefangen, der was. Stimmt. Das Gute ist, dass man nichts verliert, wenn man stirbt. Also es ist nicht wie bei Dark Souls mit, meine ganze XP, die ich gefunden habe und sowas, ist verloren gegangen, sondern wenn man stirbt, verliert man Progress in der Map. Und alle Consumable Items, die man vielleicht verballert hat, aber sonst nix. Zeit, logischerweise. Und das macht's interessant, weil man kann dann relativ gut auf so ein bisschen farmen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Spannendste, aber das geht. Und für jemanden, der nicht gut ist, wie ich, ist die Option, ein bisschen zu farmen, immer ganz schön. Das weiß ich immer zu schätzen. Das ist so die Hub-Area. Hier werde ich also auch viel rumdackeln. Oh.
Ich werde den Namen nicht aussprechen. Hi, Natti. Danke für die Subscription. Ja, an der Werbung kann ich nichts ändern. Tut mir leid, das ist, kann ich nicht ausstellen. Horrorwerbung. So, jetzt grüß dich. So. Glad to see you got the reactor running. Yes. And I see Reggie gave you the dragon heart. He wouldn't part with an artifact that powerful without a good reason. I suppose his notes would be useful to you. Very well. Reggie may play the old fool, but his judgment is rarely off the mark. You've proven yourself reliable, stranger. I'm willing to help you get on your way. But I doubt you'll last long out there without help. Go see Riggs and McCabe downstairs. They'll fit you with better gear. Come see me afterwards. Better gear klingt gut. So. Solange alles gut ist. So, gib mir mal mein Outfit, Meister. Hey, friend. Ah, thanks for getting the power back on. Ford mentioned we should help you get sorted for the city. As a thanks for getting us out of a bind. Ah, maybe we can put your old blade to good use after all. Ah, let me look. Das habe ich vom old, von meinem alten Schwert habe ich Scrap und Iron bekommen. Was so die Upgrade-Materialien sind. Oder Currency. Ihr habt kaum was verpasst. Ich habe so die erste Fetch-Quest gemacht. Jetzt geht's so richtig los. Es ist alles noch Tutorial. Also ihr habt echt nicht viel verpasst. So. Ich kann die Sachen upgraden mit Iron. Und hier seht ihr rechts schon den... Das ist so nervig, dass der Mauszeiger auf meinem Bildschirm woanders ist als bei euch. Hier drüben, wo ich nicht hinkomme mit der Maus. Weapon Mods, die kann man dann auch craften und bekommt man und so. Also da geht noch einiges. Armor habe ich jetzt noch nicht. So. Aber... Hey, Friend. Achso, ich muss erst was upgraden. Okay, dann... Nee, die werde ich nicht benutzen, das ist Schwert. Das werde ich lang benutzen. Alright, hey, now that's better. Oh, and take this. It's not the strongest stuff, but more protection than what you've got. Ah, there you go. A bit sturdier. Every little bit counts out there. Jawohl. It's true. We don't have much, but you did right by us. Best we do right by you. Yeah. If you need any nice weapon upgrade in the future, come see me. McCabe over there will help you out with the augments for your gear. But stick to business talk. You know she's not much for chat beyond her work. So, was cool ist, also die Uniformen oder Outfits sind alle recht cool. Und hier sieht mir jetzt auch, ich habe das Armor-Set des Sharpshooters. Da gibt's, je mehr Items ich von diesem Armor-Set anhab, desto mehr Weak-Spot-Damage mache ich. Ich könnte aber jetzt auch mischen. Hier, was bringt dir das? Increased Chance to get Loot from Breakables. Ja, okay. Ich kann aber auch von den anderen Klassen... Kann ich jetzt noch nicht handeln mit dir? Okay. Ich zeige euch gleich die anderen Upgrades. Oder Outfits. So you're the stray Ford was talking about. We got plenty of mouths to feed without taking in random drifters. Apparently taking out a few root is enough for our commander, though. Ford's gonna give my time to every stray who wanders in. And we're having words. I'm McCabe. I'm the engineer. And you're a pain in my ass. I'm not some scrap peddler, got it? I don't upgrade trash. You always this grumpy. It's the apocalypse. I can be as grumpy as I damn well please. So ein schöner Dialog. See what we're dealing with here.
From the look of that rifle, you're not getting close to the action. This'll keep those weeds in your sights. That's all you get for now. Yeah, definitiv Bock auf mich. More components and I'll make more. For a fee. Now get out of here. I'm tired of your yapping jaw. Yeah, yeah. Ja, da habe ich jetzt meinen Weapon-Mod. Die kann man beliebig in die Waffen packen. Also ich kann es in die Pistole schaffen. Welche ist das? Hunter's Mark. Ja, ist nicht so das, der geilste Mod. Oh, gut. So, und wenn ich mit der Waffe genug mache, lädt sich das. Ihr habt es rechts unten neben der Waffe, habt ihr das Icon. Da lädt sich dann der Mod auf. Der wird auch an der Waffe dargestellt. Daran sieht man so ein bisschen sogar, was man dran hat. Die kann man auch on the fly wechseln, also ich könnte mich hier mal heilen. Ich wollte aber hier. You're all set, friend. The commander should help you get on your way now. Ja. Thanks for getting the reactor running. Oh, ich kann nichts kaufen. Hey, stranger. Kann ich irgendwas noch kaufen? Oh, ist furchtbar. Ich muss erst die Story durchziehen. Ich wollte euch die anderen Outfits zeigen. Also ich kann da wirklich alles kaufen und alles upgraden und nutzen. Also es gibt zwar so diese Archetypen, wo man sich am Anfang einen raussucht, aber man kann genau so spielen, wie man mag. Segen und Fluch gleichzeitig. Good to see you more equipped. Riggs and McCabe do good work. I hope this will be enough to get you on your way. We can't leave by the gates now, but the founder, my grandfather, gave me this key years ago. He said we should only use it when there's no other choice. Well, we are out of choices. Considering you stuck your neck out for us, it seems fitting you do the honors. Take it. Yeah, no, it's just exploded. In the main room. Use the key there. With any luck, we can get the thing running. Well, here's hoping it doesn't. Oh, okay. So, jetzt können wir endlich hier weitermachen und dann kann ich vielleicht danach auch mal einkaufen und so. Jetzt starten wir nämlich das Ding hier. Glücklicherweise kein bisschen Ähnlichkeit mit einem normalen Reaktor. Nachdem ich Tschernobyl gesehen habe, habe ich da keine Bedenken. Kann ich. Read about it, but I never saw it working. This red eye might be our only door to the outside world now. You want to get out of here? This is your shot. My grandfather was the commander before me. They called him the founder of Ward 13. He brought everyone to Ward 13. When the Root first attacked, he was determined to learn where the Root came from. He spent so much time out there, searching. And one day, he didn't come back. I never knew what happened to him. He knew the outside world better than anyone here. It's easier to think he's dead. Dein Großvater ist also definitiv alt. All his notes, any hint of where he went. It's there. If you want to reach the atoll, he may be the last one who knew how to get there. Listen, I know this has all been a bit rough for you. Been rough for everyone. But you came through for us. For that I'm grateful.
You're welcome back anytime. Good luck. So. Jetzt haben wir auch das ganze, ganze Gelaber hinter uns. Ich habe leider keinen Wunsch frei. Es ist nicht The Wish Granter. Weiß auch nicht, warum es hier jetzt nochmal lädt. Aber gut. Ja, ja, genau. Deshalb weiß jetzt. Jetzt könnten Leute mit rein. Hier an den Terminals gibt es tatsächlich einiges zu lesen. Es hat so ein bisschen was von Fallout. Was ganz cool ist. Jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt... Jetzt müsste ja die Welt normal geladen sein. Ho, Traveler. Ho! Ja, sehr gut. Let's see what I've got. Ja, und jetzt hier... Buy Items. Ja, ja. Ich könnte also auch hier das Kultisten-Outfit anziehen mit so einem Inquisitoren-Schlapphut. Oder das Scrapper, was so Mad Max-Style ist. Könnte ich alles kaufen, kann es auch benutzen. Und auch die Starterwaffen der anderen Klassen. Aber ja. Ich kann es auch alles upgraden. Irgendwann hat man genug Upgrade-Material, dass man mehrere Waffen auch parallel hochziehen kann. Aber ob es sinnvoll ist, ist so die Frage. Und das Coole ist, dass jetzt diese Welt neu geladen hat, habe ich hier neue Kisten, die ich kaputt machen kann. Das mache ich schnell. Hello again. Weil wir brauchen den Schrott. Kann ich das kaputt hauen? Nee. Kann ich das kaputt hauen? Nee. Schade. So, machen wir schnell eine Runde noch durch die Hub-Area. Sammeln ein bisschen was. Ja, generell, wie gesagt, der Kampf ist so eine Mischung aus einem Shooter und ein bisschen Dark Souls-Mechaniken, aber es ist ein bisschen einfacher als Souls. Nein, ich wollte es nicht lesen. Es ist nur alles auch Stamina-basiert. Das ist das Einzige, wenn man Dark Souls-Spiele gewohnt ist, fällt mir da nicht so schnell auf die Nase, wenn man dann kein Stamina mehr hat. Die Ecke für die Stamina-Bar ist ein bisschen ungewohnt, aber gut, das passt schon. Ich habe da hinten noch ein paar Kisten. Und dann können wir raus in die freie Welt. Yay, Scrap! So, die habe ich deine Bude kaputt. Ja, auch. Ja, sehr schön. Hier habe ich deine Theke kaputt gemacht. Oh, ich krieg noch nicht mal was für. Doch. So, und da hinten waren auch noch welche, glaube ich. Man kann das auch mit dem Controller spielen, aber ich habe, da das viel Schießen ist, ist definitiv mit Maus und Tastatur einfacher und der Nahkampf ist auch nicht so elementar, dass man es irgendwie wie bei Dark Souls einen Controller bräuchte. Das ist alles cool. Jetzt endlich! So. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen das Bonfire. Ich kann hier die Welt auch rerollen. Das bedeutet, dass die random generierte Stadt neu ausgewürfelt wird und neu aussieht und auch neue Gegner sind. Ich weiß bloß nicht, wie es mit dem Progress ist. Ich habe mich da tatsächlich noch nicht getraut. Aber beamen wir uns mal raus hier. Aber das ist cool, wenn man wirklich sagt, ey, ich will ein bisschen grinden, ich will ein bisschen zocken. Um Materialien zu farmen. Wenn man dann das Ganze rerollt, dann ist es nicht immer dieselbe,
selben Locations, die man erforscht, dann bleibt es auch ein bisschen spannender. Wenn man Koop spielt, geht es immer darum, wessen Haus es ist. Für den ist der Kampagnen-Progress wird genutzt. Alle anderen kriegen, jeder kriegt den Loot. Also es ist nicht, dass man sich teilt, sondern jeder kriegt alles. XP und sowas behält man. Nur wenn ich jetzt mit jemand anderem zock in seiner Session, ist meine Kampagne halt immer noch an dem Punkt, wie sie vorher war. Was darauf hinausläuft, dass wenn man es mit zwei Kumpels ständig spielt, dass man theoretisch dreimal zockt, aber dann in drei unterschiedlich random generierten Welten. Insofern ist das voll okay. Und meine Welt ist so deutlich anders als die von Marcus zum Beispiel. Also meine Fresse. Hab ich gestern schon gemerkt. So, wichtiges Item. Quest-Item. Ward 13 Keycard. Wir haben eine Keycard gefunden. Sehr wichtig. Ja, ich lese das jetzt nicht. Das ist relativ wichtig, also ums Labyrinth geht's dann auch. Ich meine, fand Hellgate, wie gesagt, am Anfang auch cool, bis ich dann gemerkt habe, wie kaputt es ist. Aber ich habe jetzt, kann ja mal schauen. Ich habe jetzt 12 Stunden in das Spiel investiert und ich bereue es kein bisschen. Es ist definitiv besser als Hellgate. Es gibt wichtige Punkte in der Welt, die sind immer gleich. Der Weg dahin ist immer random. Es ist so, quasi so ein bisschen wie das Diablo-Rezept. Die wichtigen Punkte sind fix. Der Weg dahin ist random. Und das finde ich echt ganz schön, weil diese Eingang, Ausgang hier ist immer gleich. Und dieser Innenhof hier ist auch immer gleich. Aber was für Gebäude ich da jetzt hier hinten habe, das ist random. Und dadurch kann man es auch genießen, so ein bisschen zu farmen, weil es halt nicht super eintönig wird. Also der Repeater ist schon relativ cool. Deshalb habe ich mir den jetzt rausgesucht. Ich liebe auch die Pistole. Aber ja. So. Kann ich das kaputt hauen? Ja. Was cool ist, ihr habt da unten die Munition der Waffen. Und da seht ihr jetzt auch hier beim Repeater, dass ich so langsam meine Mod-Power auflädt. Wenn das voll ist, kann ich dann den Mod nutzen für gegebenen Zeitraum. Ja, also das Switchen zwischen den Waffen und den Nahkampfattacken und sowas ist echt cool gemacht. Sobald ich über Ironsides ziele, mache ich Fernkampfattacken mit der rechten Maustaste. Wenn ich die loslasse, dann ist es automatisch Nahkampf. Braucht einen Moment, bis man sich dran gewöhnt, aber ist echt cool. Und Iron ist jetzt so das primäre Upgrade-Material, was ich brauche. Deshalb suche ich da jetzt alles ab. Und Scrap kann man immer gebrauchen, weil Geld. Und die Munition, die ich habe, die ist... Ich finde zwischendrin, finde ich... neue Munition. Sobald ich mich an Bonfire setze, wird die Munition wieder aufgefüllt. Also es ist nicht so, dass ich einen globalen Vorrat habe, sondern es ist immer das Maximum, was ich tragen kann. Sobald ich mich ausgeruht habe an einem Checkpoint, ich kann aber auch hier, das ist jetzt Pre-Order-Bonus, da habe ich relativ viel geilen Scheiß drin. Und da gibt es auch Ammo-Boxes. Das sind Consumables. Die füllen dann von eben auf jetzt komplett meine Munition auf.
Die kann ich mir unten in die Quickbar packen. Und wenn ich einen Bossfight habe, der echt viel Munition frisst, kann ich dann zwischendrin so, ah, ich bin leer, zack, Munitionskiste öffnen. Ich habe alle meine Munition wieder aufgefüllt. Relativ cool. Bisher bin ich mit den Mechaniken echt zufrieden, jetzt wo ich kapiert habe, wie es funktioniert. Und für postapokalyptische Welten bin ich halt immer zu gebrauchen. Also alles, was trostlos aussieht, macht mich schon mal direkt an in dem Videospiel. Wenn's nicht so schwer wäre. Loot. Okay, Metall. Vending Machine kann ich auch nicht kaputt hauen. Okay. Kann ich da hinten nicht weiter? Ja, doch. Man muss halt wirklich in jede Kackecke gucken. Da ist echt viel versteckt. Aber dadurch fühlt man sich auch belohnt, dass man so ein bisschen, dass man so ein bisschen forscht. Ich könnte hier mal kurz was gucken. Es pausiert halt nicht. Dadurch, dass es ein Online-Koop-Spiel ist, kann ich nicht pausieren. Was macht das denn eigentlich? Weakness, Weak Spot. Okay. Wenn ich wüsste, was der Weak Spot der Monster ist, würde mir das helfen. Ah, schade, hier kann ich nicht hoch. Es gibt durchaus Gebäude, wo man auch in die oberen Stockwerke kann. So ist es nicht. Loot Pinata! Sehr schön. Es ist nicht super zweidimensional. Man hat da schon... Oh, hallo! Ordentlich. Gelegenheiten. Auch so ein bisschen von oben an Gegner ranzukommen und zu snipern. Und den Hunter werde ich auch wohl auf so ein bisschen Sniper-mäßig zocken. Ich habe jetzt mit meinem Primärcharakter tatsächlich einen Sniper-Rifle gefunden und es geht mir besser rein, als ich am Anfang dachte. Nur weiß ich nicht, ich hab das Ding noch nicht in einem Bossfight benutzt. Das könnte anstrengend sein, weil es ist Bolt-Action-Rifle. Könnte echt anstrengend werden. Tankstelle. Ist das sicher ein Shortcut, den ich von hier aus nicht aufkrieg, so wie das aussieht? Ja, da ist der Checkpoint hinten nicht dran. Natürlich kann ich hier nicht lang. Ja, nee. Aber okay. Gut. Dann müssen wir da lang. Leop. Ich kenn's jetzt von Markus' Welt, also in vielen Abschnitten hat's dann auch so ein paar Elite-Monster. Das ist am Anfang relativ gechillt, wird aber immer härter. Aber Markus hatte zum Beispiel so ganz andere Dinge als ich. Teilweise war das zum Besseren, teilweise zum Schlechteren. Ja, die Optik ist super. Es ist nicht das grafisch opulenteste Spiel, aber ich mag den Artstil unheimlich. Und das Feeling. Und das erinnert mich halt wirklich echt hart an Hellgate London. Das ist mir auch erst so... Ach scheiße, ich komme da weiter hoch. Oh. Das ist mir auch erst so richtig bewusst geworden, als ich dann gespielt habe, wie sehr mich das an Hellgate London erinnert. Bewegung ist schon flüssig. Also, ich bin echt hart überrascht, wie gut dieses Spiel ist. Wie viele Mechaniken es hat, weil, wie gesagt, ich habe die Z-Boni, wo ich ein bisschen hin und her spielen kann. Ich habe die
die Mods, die ich selbst equippen kann und mir überlegen kann, an wen oder was. Und dann die Traits. Und das Coole ist, da findet man immer mehr. Das sind auch teilweise random Traits, die du findest. Wenn du eine NPC hast oder einen Encounter, lernst du andere Fähigkeiten, die du dann leveln kannst. Oder passive Skills, wie auch immer. Und es gibt, sobald man mal Multiplayer gemacht hat, kann man Teamwork skillen, was dann so einen insgesamten Buff für alle gibt. Also es ist schon relativ cool. Aber spätestens in dem Moment merkt man, okay, es ist auf Koop ausgelegt. Da habe ich jetzt auch nicht so viele Punkte reingesteckt, aber doch 2-3, weil ich profitiere auch davon. Bewegt er den Kopf? Eben bin ich so ein bisschen vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Oh, das klingt nicht gut. Da hinten ist aber lilaner Loot. Ich sehe es genau. Okay. Nicht schön. Die sind nervig, weil die können Bleed verursachen. Und Bleed ist unheimlich ätzend. Vor allem, da ich im Moment nur 3 Bandagen habe. Okay, das war aber so, glaube ich, das Elite-Monster hier für den Bereich, wovon ich vorhin gesprochen habe. Gunslinger Charm, so früh. Ah, oh, das ist natürlich sehr cool. Hier, gib mir Fire Rate plus 10 und Reload Speed plus 20. Ist halt richtig geil für das, was ich machen will. Oh nein, das ist das Elite-Monster. Scheiße. Das ist natürlich auch der beschissenste Skill. Das meinte ich mit Poise. Ich habe halt kein Poise. Ich kann auch nicht durch die Wand schlagen, okay. Puh. Okay, also der Skill ist halt echt für den Po. Was macht der eigentlich? Macht der nur... Okay, Critical Hit Chance wenigstens verbessert er noch. Das ist immerhin was, aber... Ah, so close ist es gar nicht. Ich weiß jetzt wenigstens bei denen, wie ich sie dodgen kann. Wenn sie dich voll erwischen, dann ist hart. Dann ist echt hart. Weil die können deine Gesundheit mit einem Hieb mal mindestens halbieren. Das ist nicht witzig. Zeit, dass ich ein paar bessere Skills oder Mods finde. Also das war definitiv bedingt close. Was ich schon hatte, so mit 3 Pixeln und dann noch mit Ach und Krach den Heal geschafft, das ist close.
ist sehr flüssig, ich spiel's nur relativ langsam. Merke ich immer wieder. Und wie immer, die Taya kennt das schon, aber ich glaube, der Boss auch. Mehr vom Mitspielen als vom Sehen. Ich muss jeden scheiß Stein umdrehen und gucken, ob ich alles gefunden habe. Ey, für 40 Euro bin ich super happy mit dem Spiel. Ich habe halt so ein Budget-Game erwartet, bin ich ganz ehrlich. Aber wir leben in einer Zeit, wo AAA-Spiele scheiße sind. Und kaputt und unfertig. Und so dezent Indie-Titel halt die besseren Spiele sind inzwischen. Lässt sich nicht wirklich was dran leugnen. Ah, Trade Point. Ich sollte mal meine Trade Points auch ausgeben. Okay, das ist die. Ist da in der Ecke noch was? Ja, ich glaube, im Moment, wir alle hier sind so Horde, die alles finden müssen. Und möglichst 100% Loot haben und. Deshalb könnt ihr das, glaube ich, verstehen, wenn ich so ein bisschen langsamer spiele, als es vielleicht möglich wäre. Weil wer frühzeitig anfängt, zu horten, hat später in der Not. Die Sachen sind teilweise echt gut versteckt. In Regalen, unter Autos. Finde ich geil. Weil ich halt das Gefühl habe, es hat sich gelohnt, dass ich doch nochmal geguckt habe. Es gibt Spiele, die sind dann so ein bisschen weniger spannend. So wie das da. Es war jetzt durch Regale versperrt. Ich weiß nicht, ob ich da. Ja. Ich werde definitiv fürs Suchen belohnt, definitiv. Ja, man weiß nie, was nicht in der Loot-Pinata explodiert, deshalb definitiv auf alles draufhauen. Ich kann das nur unterschreiben. Da es keine Weapon Duration gibt, also die Waffen nicht kaputt gehen, kann ich auch ohne Problem Regal um Regal kaputt kloppen. Ist voll okay. Muss immer noch, das ist so schlimm, ich hasse den Onkel dafür. Da hat, glaube ich, im No Man's Sky Stream hat er gesagt, na, wie macht der Beutezug? Loot. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist furchtbar. Das ist mir so ein Scheiß, kann ich mir merken. Oder war es Taya? Ist die Schuldige hier im Chat? Ist durchaus möglich, aber ich glaube, es war der Onkel. Mehr Loot. Wo bin ich denn jetzt hier rausgekommen, Mann? Ah. In einem Gebäude, wo ich eigentlich gar nicht hochklettern konnte. Okay, cool. Klingt aber leider in einem großen Monster. Was ist, was ich da höre?
bin ich jetzt? Ah, weiter als ich dachte. Scheiße, das ist eine schön verwinkelte Gebäudeecke. Definitiv anders als in meiner ersten Instanz, die ich erwürfelt hatte. Aber... Scrap. 20. 20 Scrap. Und da hinten sind Gegner, die ich noch nicht gekillt habe. Also... Und da hinten ist Loot. Das ist jetzt noch ein ungeupgradetes Gewehr. Ich mag es. Der Repeater ist schon relativ cool. Macht nicht so extrem viel Schaden. Aber... Oh, Frenzy does, okay. Von diesen Barrikaden kaputt hauen. Kaputt. Es sind ja, wie gesagt, keine richtigen Klassen, aber es gibt noch. Also das da ist jetzt Fernkampf quasi, dann gibt's auf mittlere Distanz mit einer der Ex-Kultist mit einer doppelläufigen Schrotflinte und eine Axt als Nahkampfwaffe. Hass auf Einrichtung, scheiß Ikea. Und dann gibt's noch den der auf wirklich Nahkampf getrimmt ist, der so ein bisschen Mad Max Outfit anhat, hat einen zweihändigen Nahkampfhammer. Und eine normale, so Pumpgun-artige Schrotflinte. Wie war das? Als ich mich nackt im Spiegel angeschaut habe, habe ich gedacht, die werfen mich gleich hier aus dem Ikea raus. Entschuldigung, ist mir gerade eingefallen, habe ich vorhin erst gelesen. Habe ich dann hier jetzt alles? Ja, da kam ich nicht durch. Ja, okay. Dann kann ich da durch. So. Und jetzt müsste da... Ja, genau. Da ist ein Checkpoint. Es wird... Und das ist so ein kleiner, das ist wirklich mehr so wie so ein Bonfire, das ist so ein Mini-Stein. Zu dem kann ich mich nur zurück teleportieren, wenn es der letzte Checkpoint war, wo ich bin. Also ich kann von überall zurück in den Ward, was ich jetzt auch mache. Aber nur von den großen, das sind so Teleportpunkte, da komme ich immer hin. Das ist dann in gewissen wichtigen Regionen. Deshalb muss man sich überlegen, versuche ich jetzt hier den Dungeon fertig zu machen und arbeite mich bis zu den nächsten Checkpoints vor. Wenn ich ansonsten irgendwas dazwischen mache, muss ich quasi wieder das Level von vorne anfangen, mich wieder dahin kämpfen. Hat Vor- und Nachteile. Aber da ich im Moment nicht so die große Auswahl habe, wo ich hin... Oh, das ist mein Mantel wieder. Der verfängt sich gerne in meinen Beinen, das ist ein bisschen blöde.
können wir doch mal ein bisschen was upgraden. Ah, good to see you again. Yep. What do you need? Mach mal alles mal plus 1 und Armor. Ja, hier sieht man die anderen Waffen, das ist so die Shotgun vom Nahkämpfer und der zweihändige Hammer vom Nahkämpfer. Das ist die Axt vom Kultisten und die Coach Gun, die doppelläufige Schrotflinte, doppelläufiges Gewehr vom Kultisten. Ich habe jetzt die Karte. Als Dark Souls Spieler bin ich immer jemand, der, wenn er mal kurz innehält, die Item Descriptions durchliest. Und ich habe mir das angeguckt und ich so, Keycard War 13, da war ich doch. Und dann ist mir eingefallen, dass... Ja. Sorry. Ich ja die ganze Zeit schon in War 13 bin. Und, kann ich hier Iron kaufen? Ganz kurz. Ja. Both gone, but hey, you find. Let's trade. Ja. Kaufen wir erstmal allen. Bye. Later. Damit habe ich ordentlich Upgrade-Material. Ist mir eingefallen, ich muss die erfreuen hier runter. Zum. Generator. Aber hier unten ging es ja weiter. Als ich das erste Mal hier unten war, kann ich nicht viel machen. Aber guck mal an. Eine Keycard Reader und ich habe eine Keycard bekommen. Es lohnt sich immer, Item Descriptions durchzulesen. Weil das Ding hier, der wahre Ward 13, ist ein Exposition Dump ohne Ende. Das sind Terminals nach Terminals mit Lore, Logbüchern und so weiter und so fort. Jetzt ist die Frage, ich habe das schon alles gelesen. Wollt ihr sowas lesen? Oder soll ich euch nur so den kurzen Überblick geben, was es hier abgeht? Weil es gibt auch noch geilen Loot, also ich werde hier auf jeden Fall durchlaufen. Ist die Frage, hat da jemand Bock, das zu lesen? Oder soll ich kurz, während ich den Loot aufhebe, ein bisschen erklären, was geht? Ich habe kein Problem, da durchzuklicken. Es ist halt echt viel zu lesen. Spannend, der Stream ist, glaube ich, anders. Geht ein bisschen schneller. Aber hier sieht man zum Beispiel, wie gut der Loot versteckt ist. Und das hier ist der Grund, warum ich überhaupt hier jetzt runtergekommen bin. So geil. In dem Moment, wo da steht Elder Knowledge und irgendwelche merkwürdigen Pseudo-Wahlgesänge über ein Tonband laufen, hat jedes Spiel bei mir gewonnen. Alles cool. Das Gute ist, Elder Knowledge ist ein Trade, der mir mein XP schneller leveln lässt. Cool. Und der generelle generelle Lore hier unten ist, die haben hier angefangen, irgendwelche Experimente zu machen. So ein bisschen Avatar-mäßig. Sie haben wohl Leute in Stühlen geschafft, in das Bewusstsein von Guardians anderer Welten zu packen. Und sie wollten nur beobachten. Sie haben zum Beispiel die erste Welt, mit der sie es geschafft haben, Kontakt herzustellen. Deren Guardian war in einer Welt mit so Ewok-mäßig kleine pelzige Viecher, die recht friedlich sind, die nicht gesprochen haben, aber
intelligent genug waren, eine soziale Struktur zu haben und Gebäude zu bauen und sowas. Und die haben sie nur beobachtet. Das war ganz... Oh. The Fuse. Auch nochmal wichtig. Hey, Damien. Thanks for the host. If you're even watching. Und die Viecher haben sie wie Fuzzies genannt oder sowas. Und sie haben die nur beobachtet. Thanks, mate. Thanks for the host. I gotta make sure to return the favor at some point. I keep forgetting shit like that. I'm sorry. Ah, nice. I'll be cussing in German, so it's not as bad for people hearing it. So it's fine. Und irgendwas ist passiert. Der Kontakt zwischen diesen Fuzzies und dem Guardian, die wurden immer unfreundlicher bis irgendwann aggressiv diesem passiven Beobachter gegenüber, bis sie dann irgendwann den auch wirklich angegriffen haben und die Experimente wussten nicht, ey, der Typ, der da so Avatar-mäßig Mindlink mit verlinkt ist, was passiert mit dem, wenn der Link auf der anderen Seite in der anderen Welt verletzt wird? Und ja, die sterben, wenn ihr Gegenüber stirbt. Thanks, mate. Love my content. It's, yeah, content. I wouldn't call it content. Love my dicking about, probably, but thank you very much. I make sure to keep following you at Twitter. I see you a lot of times. Und wie man hier an diesen schönen Dingen hier sehen kann, ist das mit diesem avatarmäßigen Mindlink nicht so toll gelaufen, wie sie gerne hätten. Und irgendwann, als sie dann der eine Host gestorben ist, haben sie einen weiteren geholt. Als sie zurückgekommen sind in die Welt der Fuzzies, haben sie festgestellt, dass die fast alle tot sind und von baumartigen Kreaturen gejagt und getötet werden. Oh, ich habe noch keinen Schlüssel hierfür. Und irgendwann sind diese baumartigen Kreaturen in unsere Welt gekommen. Und das ist alles Schuld hier von dieser Einrichtung. Da gab es wohl mehrere. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen Kontext. Ich finde das richtig cool. Aber hier durch diese Tür. Loot. Eine Ammo-Box. Und eine Bandage. Sehr, sehr wichtig. So, dann haben wir hier jetzt eigentlich mehr oder weniger alles gefunden, was wir zu finden haben. Aber wir haben ja eventuell im Treppenhaus gesehen, dass es noch weiter runter geht. Und also ich war hier das erste Mal, ohne dass ich halt irgendwelches Equipment hatte. Und dann so, cool, ich habe jetzt eine Keycard. Doesn't appear to do nothing. Aber wir haben ja die Fuse gefunden. So. Und damit kriegen wir die Tür auch auf. Und ich liebe es, dass der ganze Scheiß unter dem Starter-Hub versteckt ist. Jeder ist hier runtergekommen, aber nur Leute, die so ansatzweise Items lesen, werden das hier finden. Was sehen wir da hinten? Da ist doch Licht. Aber der Ventilator stört uns.
liebe es. Ich liebe, wie sie das hier unten alles versteckt haben. Der Ward 13. Master Key. Yep. Es ist alles nichts, was jetzt Detektivarbeit verlangt. Aber ich finde es einfach super schön gemacht. Das sind so Kleinigkeiten, auf denen geht mir eine ab. Ich glaube, ich mache aber jetzt wieder das Licht an. Weil es ist creepy as hell hier unten. Das erste Mal hier war, ist mir echt so ein bisschen die Muffe gegangen, weil ich nicht wusste, was wie wo. Probably should be talking a little bit of English now and then, I guess. I'm sorry if I'm mainly talking German. Please forgive me. Irgendwelche Beobachtungsräume. Ammo-Kiste. Oh, die beobachten dieses Experiment. Oder haben es beobachtet, sagen wir es mal so. Gucken wir doch mal, was sie da beobachtet haben. Mikrowellen. Irgendein Spiegel. Und ein Kontrollpult. Da passt leider nichts, was ich habe, rein. Und ich kann da nichts machen. Also behaupte ich. Ich bin soweit noch nicht. Selbst mit meinem Hauptcharakter. Ich komme hier nochmal runter. Ich finde sicher außen in der Welt irgendwie was. Und wenn es der letzte Bossfight hier unten ist. Keine Ahnung. Aber es ist alles unter der Nase der Bewohner hier versteckt. Das finde ich grandios. Heiltrank. Kein Graphit auf dem Boden. Alles gut. So, ich glaube, jetzt habe ich alles, was ich bisher machen kann. Ja. Also hier geht noch was. Bin ich mir ganz sicher, dass hier noch was geht. So. Aber das war's. Weiter kommt mir jetzt hier nicht. Ich weiß noch nicht, wann wir die Items finden. Ich glaube, ich mache das Licht hinter mir aus. Ich habe halt dreimal das Spiel angefangen und erst beim dritten habe ich dann so, hey, was ist eigentlich das für eine merkwürdige Keycard, die ich hier gefunden habe? Und dann bin ich hier runter. Ich find's grandios hier unten. Vielleicht kriegt mir auch irgendwann nochmal die Fahrstühle auf, aber ich glaub's nicht. Das finde ich ganz nett gemacht, weil für eine Quest muss man hier runter. Da muss ich ja für die erste Quest hin. Und dann kommt man auf jeden Fall auf die Idee, da unten mal zu schauen. Nur kommt man halt nicht weiter. Gibt halt nichts zu tun. Man hat weder eine Sicherung noch eine Keycard. So, jetzt upgraden wir doch aber mal. Halt! Ich hab was vergessen. Ich wollte gerade sagen, jetzt upgraden wir mal was, aber ich hab's noch gar nicht aufgehoben. Weil... Wer vorhin aufgepasst hat, hier unten hatte ich eine Tür, die ich nicht öffnen konnte. Aber ich habe jetzt den Master Key gefunden. Und ich rede nonstop, es tut mir leid. Aber ich finde es hier unten so schön gemacht.
Tada! Heiltrank und... Fuck yes. Submachine Gun. Ich glaube, die benutze ich. Hätte ich mir natürlich jetzt sparen können, die Pistole zu upgraden, aber gut. Es ist. Ich hätte natürlich auch runterhüpfen können, da wäre ich hier irgendwo in einem anderen Raum wieder rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wo. Viel Weg hätte es mir nicht gespart. Das ist ein scheiß Labyrinth hier unten. Hello there! Howdy, partners. I'm not in the mood for chat. Yeah. Oh, traveler. Certainly. Certainly. Machen wir alles auf 2. Ich habe jetzt recht viel. Ich genau. Armor jetzt nicht, aber das ist okay. So long. So long. Obwohl Armor wahrscheinlich jetzt auch nicht verkehrt wäre, aber so kann ich austeilen. Das ist wert. Dann würde ich sagen. Wir haben schon wieder. Ich habe jetzt lang rumgespielt. Gucken wir mal, was uns in den Kanälen erwartet. Das fand ich teilweise recht tricky. Aber ich weiß jetzt ein bisschen eher, was auf mich zukommt. Travel. Last Checkpoint. Im Moment ist das der einzige feste Travelpunkt, den ich freigeschaltet habe, aber solange ich nicht woanders hin bin, kann ich wieder zurück in die Kanalisation. So. Wo kamen wir her? Da geht's weiter. Sunken Passage. Okay. Ja, okay. Die kleinen sind ganz okay. Das klingt aber nicht, als wären nur kleine hier. Die sind ätzend, die vergiften einen ganz schnell. Deshalb bin ich hier so ein bisschen vorsichtig. Und, also hier werde ich definitiv sterben, hier unten. Nur so als Vorwarnung. Es hat hier teilweise einen spawnenden Gegner. Den kriegt man allein fast nicht klar. Da ist gedacht, dass man den zu zweit flankiert. Und allein ist es halt nicht ganz so einfach. Und leider spawnt der Wichser immer hinter mir. Bisher jetzt. Schauen. Nee. Gut. Ich bin hier unten echt paranoid, weil ich hier so oft auf die Fresse gekriegt habe. Bin ich ganz ehrlich. Was haben wir denn da?
Mother's Ring. Okay, der bewahrt mich vor Ranged-Schaden so ein bisschen. Ich glaube 10-5% oder so. Ist nicht viel, aber. Okay. Einen von den kleinen jeweils. Nahkampf ist kein Ding. Auch mal 3, 4. Aber sobald die Explosiven dabei sind, wird's ätzend. Oder irgendwie der Boss spawnt. Oder der Chef. Oder Elite-Wichser. Wie gesagt, ich verliere glücklicherweise nicht viel beim Sterben. Aber ich würde trotzdem gerne darauf verzichten. Oh, okay. Okay, das ist nicht das, was ich erwartet habe, aber gut. Die Submachine Gun ist gut dafür. Weil ich ihn stunlocken kann. Nur da war irgendwo einer der giftigen. Ja. Also die ganzen Status-Effekte sind so ätzend. Meine Fresse, machen die einen kaputt. Geht sauschnell hoch. Baut sich super langsam ab. Also wenn da nicht das entsprechende Heilzeug dabei hast, bist du eigentlich hinüber. So, und die Elite-Jungs droppen hier diese Kristalle. Die sind recht wichtig zum Upgraden von... Ich warte trotzdem noch drauf, dass irgendwas hinter mir spawnt, weil... als kann. Diese giftigen Viecher mitten in der Gruppe killen ist durchaus sehr, sehr effektiv. Aber... Shut up. Ich warte da jetzt nicht drauf, dass die in der Mitte von Gegnermengen sind. Je früher ich die loswerde, desto besser. Ich beobachte immer die Minimap in der Hoffnung, dass ich schon... Ich Idiot. Trail. So, hätte ich früher machen können. Hab's nur vergessen. Entschuldigung. Wenn man allein ist, muss man halt echt aufpassen. Uiuiui. Oh oh. Okay. Ja. Genau der, den ich nicht wollte, aber gut. Ich weiß nicht, wie ich den allein schaffen soll. Frenzy Dust ist zwar schön, aber jetzt... Heil mich jetzt. Nachladen. Dummer Zeitpunkt. Okay, scheiße. Huhuhu. Wenn man den flankieren kann, ist das voll okay.
Danke für die Attacke. Danke, danke, danke. Entschuldigung, wollte nicht laut werden. Aber so ist es. Allein ist der echt ätzend. Wenn du da einen hast, der ihn baitet, und der andere kann ihn in den Rücken schießen, ist es so viel entspannter. Und daran merkt man, dass es wirklich für zwei Spiele ausgelegt ist. Oder eigentlich für drei. Also optimal ist es, wenn man einen auf lange Reichweite, einen auf mittlere und einen auf Nahkampfreichweite hat. Das ist perfekt. Aber... was soll ich tun? Kann ich nicht weiter? Klingt, als wäre da noch was Großes unterwegs. Ich nicht gut heißen kann. Okay. Herz nur euch. Ist gut. Ich fände jetzt einen Checkpoint echt gut. Uiuiui. Mir geht gerade so ein bisschen die Muffe, weil ich nicht weiß, wo der verschissene nächste Checkpoint ist. Und so langsam fände ich es echt gut, einen zu finden. Bin ich ganz ehrlich. Weil nochmal einen Elite-Penner brauche ich eigentlich nicht. Und je länger der Dungeon geht, desto höher die Chance, dass das nochmal passiert. Ich glaube, das ist das Ende. Ja, ist der Ausgang. Gut. Unentspannt. Gerade so, wenn man weiß, man ist gegen Ende des Dungeons. Ich hätte das nicht nochmal machen wollen. Bin ich ganz ehrlich. Auch nicht zum Farmen. So, erstmal kurz Bonfire sitzen. Okay, ich habe gedacht, ich hätte noch Trade-Punkte über. Okay, Foggate. Dann... boah, der ist so heftig. Ich gehe jetzt mal upgraden. Dann probiere ich den Boss aus, aber der ist echt hart. Da ich jetzt so theoretisch ein bisschen weiß, was ich mache... könnte es funktionieren? Ich bin aber nicht so zuversichtlich. Uiuiui. Was zu trinken. Halt. Halt, halt, halt. Schnell schauen. Was ist es schon wieder? Ach hier, das ist auch der Mother's Ring. Incoming Range Damage minus 15. Das ist okay. Hey, Traveler.
kaufe jetzt alles. Drauf geschissen. Ich finde zwar später so viel, aber ich will jetzt, glaube ich, schnellstmöglich. Hast du was Neues für mich? Ja. Straight. Better be worth my time. Ja. Das, die sind mir beide liebe. Okay. Jetzt die Frage, mache ich... Ich habe jetzt einen Heilungsmod und einen, der Feuermunition macht. Ich glaube, ich mache hier Feuer drauf. Obwohl. Ich mache hier Feuer drauf und hier Heilung. Egal wie ich es mache, ist verkehrt. Und du? Jetzt habe ich aber keine Kohle mehr, ne? Oder? Ich habe keine Kohle mehr. Great. Shit. War da Kohle drin oder nur Upgrade-Materialien? Da war offensichtlich Kohle drin. Dann... Oh, halt. Ja. Good to see. Meine Rüstung. Ja. Armor. Lohnt nicht wirklich. Take care, my friend. So, mal schauen, ob wir jetzt... Okay, meine Bandagen sind auf 3. Die werde ich brauchen. Ich glaube, die ist auf Machine Gun. Ist vielleicht sogar besser. Ich versuche jetzt mal einen Run. So langsam wird es aber Zeit, dass ich was esse. Dass ich zum Ende komme. Aber wenn wir den Boss jetzt noch hinkriechen, wäre das schon ziemlich cool. Mal schauen. Nur weil ich weiß, wie er funktioniert und worauf ich achten muss, heißt das nicht, dass ich es schaffe. Grinder? Oh, scheiße. Das ist ein anderer Boss, als ich dachte. Fuck. Das ist nicht der, der ich dachte. Ganz kurz. Geht das? Krass. Okay, ich habe auf der 1 den Heiltrank, auf der 4 Frenzy, das ist, weiß ich nicht, ob das wichtig ist. 2 ist Gift und 3 ist Bandage, das muss ich mir merken. Ich nehme jetzt kein, hier, das Elixir of Enlightenment, hatte ich kurz überlegt. Aber wenn ich es jetzt benutze, wohl, das hebt... Für 2 Stunden nehmen wir. Weil die 2 Stunden gelten auch noch, wenn ich jetzt ausmache und wiederkomme. So, schauen wir mal. Ja, scheiße. Das ist... Oh, den habe ich mit Markus bekämpft. Der ist... Nett. Das ist nicht der, der ich dachte. Das ist echt interessant. Ah! Nett rechtzeitig gedodged. Scheiße. Scheiße.
Der darf mich halt kein zweites Mal treffen. Was? Okay. Ich komme hier nicht raus. Das ist super. Fuck. In die Wolken rein. Das ist eine gute Idee, Dominik. One-Shot durch die Scheiße. One-Shot. Hui. Das Problem ist, dass ich nicht so viel Schaden mache, wie ich gerne hätte. Ich habe noch einen Frenzy Dust. Ich den jetzt verkacke. Ja, komm, versuchen wir es. Was ich schade finde, dass halt die Sachen, die Skills resetten. Bleeding! Whoop! Sehr schön. Sollte hier nicht hängen bleiben. Oh, jetzt habe ich keine Mumpeln mehr. Oh, diese scheiß Giftdinger. Okay, nee, ich habe da echt keinen Bock gerade. Das ist genau das, was ich meine. Man muss das zu zweit machen. Es geht nicht anders. Ich weiß nicht, wie ich den allein schaffen soll. Und das ist das, was ich meinte. Es ist saugeil, aber es gibt einfach Gelegenheiten, allein ist das so hart. Und ich habe den, Essen machen, ausruhen, neu. Ich werde den Charakter wahrscheinlich wirklich nur für den Stream nutzen. Ich bin mir halt am überlegen, ob ich so ein bisschen grinde, um weiter hochzukommen. Ich habe ja echt relativ viel Zeug. Ich bräuchte halt quasi ein bisschen mehr Kohle, dass ich meine Rüstung noch ein bisschen aufpimpen kann. Aber meine Fresse. Wenn ich halt mitten im Bosskampf schon keine Munition mehr habe, dann muss ich Signed Quickslot Munitionskiste quasi benutzen. Hart. Hart. Echt. Wenn die Dinger nicht wären. Viecher brechen mir das Genick. Er ist machbar. Aber die Viecher nicht. Ja, hier, schon fast wieder tot. Wegen den Dingen. Oh,
nein! Leck mich am Arsch. Es ist halt so alles auf einmal. An ihm vorbei! Ja, es ist machbar. Oh. Scheiße, oder auch nett. Na! Nein! Na! Wenn die Scheißdinge halt auch direkt hinter mir spawnen. Ja, so knapp. Nee. Sorry, Leute. Nope. Nope. Das Problem ist, und das ist es, ich verballere so viel Ressourcen wie Heiltränke ist nicht ganz so schlimm, aber jetzt hier dieses Anti-Poison-Zeug und Bandagen, die müsste ich jetzt theoretisch farmen oder kaufen gehen, da ich keine Kohle habe. Farmen. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Bin ich ganz ehrlich. Ah, so eng. So eng. Aber ich denke, ihr könnt sehen, warum ich der Meinung bin, es ist definitiv als Dreispielerspiel ausgelegt und für einen echt knackig. Der Boss, den ich erwartet habe, der hat nur Bleed gemacht und hat viel mehr kleine Grunts dabei gehabt, aber da konnte ich ausweichen. Und der hat überwiegend Fernkampfattacken gemacht. Und ja, mir geht das Spiel echt gut rein. Ich denke, ich werde das nochmal streamen. Das ist mein Hauptcharakter. Normalerweise kommt er mit diesem Inquisitorenhut, aber ich habe den Helm gefunden und der ist so gut. Der ist so gut, weil er meine Stamina-Verbrauch verringert. Hilft halt ungemein. Ja. Viel Gelabe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Werde jetzt gucken, dass ich wieder ein bisschen regelmäßiger streame, wo ich fit bin. Werde es mir immer auf Social Media bekannt geben. Wünsche euch einen schönen Abend. Ich hab's versucht. Aber habe jetzt echt keinen Nerv mehr. Macht's gut. Bis dann. Ciao.